Ja, moinse Meister und was geht? Krypto Gang rausposaunt an alle, die mir zuhören und an alle, die neu da sind, gerne einmal unten abonnieren, damit wir weiter to the moon fliegen und ihr Teil der Krypto Gang werdet, denn bekanntlich ist die Krypto Gang die geilste Gang, ganz ehrlich. Wir machen heute ein neues Ripple Video. Im alten Ripple Video haben wir am Ende eine Prognose getroffen von 4 Dollar Ende 2021 und in 5 Hodeljahren den jetzigen Preis, so eine gute Verzehnfachung hatten wir gesagt, ne? Verjestert. Verjestert aber mal ganz schnell, ne? Wir müssen das neu aufrollen, Freunde. Für alle, die nicht so Bescheid wissen, nochmal ganz schnell. Ripple ist ein Protokoll, das als Zahlungsnetzwerk dient und hat es sich ursprünglich zur Aufgabe gemacht, interkontinentale Transaktionen einfacher, schneller und günstiger zu machen. Also zum Beispiel könnt ihr euch vorstellen, was weiß ich, Aserbaidschan oder wer auch immer will eine fette Summe, Millionensumme oder noch höher nach Österreich schicken, sagen wir jetzt mal beispielsweise. Ja, das dauert, ist teuer und ist ein bürokratischer, extremer Aufwand. Ne? Warum? Ja, weil das Geld aus Aserbaidschan einen anderen Wert hat als das Geld aus Österreich. Unterliegt der Inflation, muss umgerechnet werden, demnach werden die Gebühren lecker teuer. Ripple stellt sich dazwischen und sagt, gib mal her den ganzen Firlefanz hier, zack, läuft alles über uns und Punkt. Transaktion in 4 Sekunden, Gebühren gleich null. Also nicht ganz 0, sondern 0,00004. Das war die exakte Zahl. Das sind die Gebühren, die bei Ripple anfallen. Ist schon nicht schlecht. Jetzt sollte jeder schon bemerken, ey, geil, warum macht man das dann nicht einfach so? Ja, Freunde, weil wir gerade in der Klage mit der SEC sind. Das ist der einzige Grund, sage ich euch ganz ehrlich, sonst wäre das schon längst passiert. Ist aber ein anderes Thema, da haben wir massig Videos zu gemacht. Also, Use Case sollte klar sein. Unsere alten Prognosen haben wir nur rein auf Basis von dem getroffen, was ich euch jetzt hier mal eben im Schnelldurchlauf erzählt habe. Ne? Seitdem hat sich aber einiges getan, Freunde. Mhm. Einiges. Und das schmeckt, sei euch ganz ehrlich. Paprika hätte man auch weglassen können. Gut, habe ich mir jetzt aber ausgesucht, ne? Beispielsweise der Börsengang. Ja, Ripple hat seitdem angekündigt, an die Börse zu gehen und da mal durch die Reihe durch Nackenklatscher zu verteilen. Ripple wird einfach mal eine Aktiengesellschaft und das bedeutet natürlich potenzielle Dividenden an der Wall Street. Da werden sau viele reinspringen, wie geisteskrank. Kurs macht dementsprechend diese ganzen aufgereihten Raketen-Emojis. Ne? Ihr seht das doch jetzt schon kommen. Zukünftig sehen wir nur noch Raketen-Emojis, XRP to the Moon. Aber diesmal ist was dran. Nicht wie bei den ganzen anderen Gedöns hier, Freunde. Also vor ein paar Tagen kündigt Ripple an, dass sie jetzt auch DeFi und Smart Contracts für XRP einführen mittels Sidechains. Also zuvor war die Richtung ja ganz klar. Ripple konzentriert sich auf Zahlungsfunktion. Punkt. That's it. Und jetzt macht Ripple Multitasking. Wie so eine gute Hausfrau. Mit diesen neuen Kenntnissen, Freunde, wird das ein absoluter Gamechanger für XRP. Da müssen wir ehrlich sein, ne? Darf ich mal kurz überreagieren? Völlig überreagieren? Viele erkennen es nicht, aber Ripple wird gerade zum größten Ding da draußen. Also die stellen sich gerade auf. Oh mein Gott, es ist wieder so heiß. Sabalblatt. Mhm. Da kommt eine heiße Pizza natürlich gut bei. 472 Grad Celsius. Viele lassen sich viel zu sehr vom aktuellen Geschehen abbringen, ne? Vom aktuellen Kurs. Also immer wieder Kommentare. Ihr erzählt immer alle von XRP. XRP macht so tolle Fortschritte. Dermaßen widerwärtig. Ja, ihr erzählt immer alle von Ripple. Da passiert so viel, aber irgendwie ändert sich nichts am Kurs. Ripple ist blöd. Ja, aber ihr dürft ja nicht vergessen, dass wir uns in dieser generell in Korrelation zu Bitcoin gerade mit allem befinden, ne? Und Ripple gerade noch in dieser SEC-Geschichte ist. Also das Verfahren mit der SEC ist doch voll im vollen Gange. Da, also was erwartet man da? Der Kurs wäre ja schon längst ganz woanders. Die Verträge lagen ja vor der SEC-Geschichte schon auf dem Tisch. Dann kam die SEC, hat gesagt, ja Selemi, du machst hier gar nichts. Und Ripple hat zwar gesagt, was willst du denn? Digi, du bist harmlos, du machst gar nichts. Muss sich der ganzen Geschichte vor Gericht natürlich aber erstmal fügen. Dementsprechend, das nennt man eine Sicherheitsvorkehrung. Sind gewisse Börsen rausgegangen, haben XRP degelistet, was ich ein bisschen übertrieben fand damals von Coinbase und so, aber es ist halt wie es ist, ne? Und viele haben halt ihr Geld auch erstmal vorsichtshalber auf Eis gelegt, weil man ja erstmal nicht weiß, was ist da überhaupt dran, was die SEC Ripple vorwirft. Aber in letzter Zeit oder die ganze Zeit eigentlich schon, wird ja immer mehr klar, dass die SEC absolut keine Handhabe hat, dagegen Ripple vorzugehen und Ripple da dementsprechend definitiv als Sieger rausgeht. Und jeder, der das so ein bisschen verfolgt und ein Auge aufs Geschehen hat, der wird mir dazu stimmen. Der braucht sich da absolut überhaupt keine Sorgen machen, Freunde. Dazu kommt dann ja auch noch,
dass man den Mitbegründer McCaleb, der gegangen ist und XLM, also Stellar Lumens, gegründet hat, dass man den ja auch noch auszahlen muss. Der kriegt ja noch Milliarden Zahlungen von Ripple. Das müssen die ja auch Stück für Stück noch abarbeiten. Also der wollte damals seine volle Entschädigung auf einmal haben. Da hat Ripple gesagt, das kannst du absolut nicht bringen, weil dann, Digga, wir stürzen dann komplett mit dem Kurs am Sack. Und der hat gesagt, ja doch, ich würde aber gerne mein Geld jetzt haben. Und die haben gesagt, nö, kriegst du es Stück für Stück. Also wir machen, Ripple macht Ratenzahlung, wie bei Otto. Ja, ich habe mal eine Couch bestellt, erstmal Ratenzahlung. Nein, sie zahlen McCaleb so gesehen Stück für Stück aus. Das hat ein Gericht so entschieden, dass das rechtens ist. Dementsprechend gehen da auch immer wieder Gelder weg. Massig Gelder. Also wir reden jetzt nicht von, die überweisen dem monatlich 10 Euro. Da gehen dann mal auf einen Schlag 453 Millionen, wie vor kurzem, einfach mal über die Bühne. Ist jetzt nicht ganz so wild in Kryptomaßstäbe oder für einen Maßstab von XRP Ripple, einer Top 10 Kryptowährung. Aber das hat schon Gewicht auf Dauer. Dementsprechend hat man die Baustelle auch noch. Das ist aber bald abgehakt und dann ist da auch wieder, es ist warm, ich habe eine heiße Pizza, ich bin dehydriert, bin am Schwitzen wie eine Sau, dass ich überhaupt in der Lage bin, dieses Video zu machen. Alles für euch, wir ziehen das durch, wir sind Gang, wir sind einfach Gang. Aber ey, Freunde, ich will euch nichts aufzwingen, ne? Jeder soll und muss sich sogar selber sein Urteil darüber bilden, sich selber damit befassen. Aber ich sehe es als meine Aufgabe mit diesem YouTube-Kanal, wo ich ja mittlerweile ein paar Menschen schon erreiche, die Menschen und vor allem diese FOMO-Kollegen in die richtige Richtung irgendwo zu führen. Leute, wir müssen alle weg von diesem Hamsterrad-System. Das ist mein voller Ernst, ne? Und nichts hat es in letzter Zeit so greifbar für jedermann gemacht wie Krypto. Deswegen kommen wir zur Prognose, Freunde. Dann machen wir doch gar keine Faxen. Passt auf. Also wir nehmen uns jetzt sogar für den Fall der Fälle den gesamten Total Supply von 100 Milliarden Coins. Ne? Da sind natürlich Preise von 10 Dollar etc. utopisch. Market Cap wäre dann schon bei einer Billion. Ist für XRP, weil wir reden hier von XRP, nicht undenkbar. Aber eine Billion ist schon brutal. Also dann spielen wir in der Bitcoin-Liga. Wie gesagt, das ist für XRP nicht unmöglich, aber ja, da wird es schon ein bisschen schwierig. Jetzt von diesen 100 Milliarden werden ja nicht alle in Umlauf gebracht. Ne? Also wir haben jetzt im Umlauf 46 Milliarden, was schon mal eine Preisbewertung von etwas über 20 Dollar zulassen würde. Immer wieder schreiben ein paar Amigos in die Kommentare, dass XRP weit über 100 Dollar erreichen wird. Okay. Mal ganz ruhig, Freunde, wie wollt ihr das mathematisch festmachen? Ja, also Zahlen lügen bekanntlich nicht. Ich sag mal so, Mäus, selbst wenn, wie von Zauberhand, weitere 26 Milliarden von unserem Umlauf verschwinden würden, also so auf Knopfdruck, wir haben jetzt 46, 26 Milliarden verschwinden einfach irgendwohin, sind nicht mehr existent, nehmen wir uns einen Umlauf von 20 Milliarden Coins. Bei einer Preisbewertung von 100 Dollar kommen wir auf 20 Billionen Dollar Market Cap. Versteht ihr, worauf das hinausläuft? Das läuft auf nicht machbar hinaus. Ich frage mich sowieso, wie so viele darauf kommen. Viele beziehen sich auch auf diese Simpsons-Folge, wo Bart an die Tafel geschrieben hat, XRP will hit... was war das? 589 Dollar End of the Year. Es ist mathematisch nicht machbar. Ich weiß nicht, woran diese Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen, ich weiß nicht, an welchen Zahlen und Fakten ihr das berechnet. Wie kommt ihr darauf, dass das überhaupt machbar ist? Eine Preisbewertung von 100 Dollar für XRP laufen wir auf weit über 20 Billionen Dollar Market Cap hinaus. Also ich sag mal erstmal nein, Mois. Oder habe ich jetzt einen völligen Schlaganfall? Nein, ist nicht machbar. Wie denn? Wie denn? Willst du jetzt bis aufs Minimum runterburnen und am Ende sind nur noch 3 Coins übrig? Ja, dann, ja, okay, dann hast du 3 XRP im Umlauf. Dann funktioniert das wahrscheinlich. Aber nein, bei einer Marktversorgung von, und wir haben ja dann noch über 50 Milliarden im Petto, also es existieren nun mal 100 Milliarden Coins von XRP. Jetzt skaliert das mal alleine nur auf 10 Dollar hinaus. Also da wird es schwierig. Ich sag euch ehrlich, es ist, was es ist und wir müssen damit leben. Viele sind enttäuscht und machen uns YouTuber dann für unsere niedrigen Preisbewertungen, stellen uns da an die Wand und sagen, warum so wenig, wie kommst du darauf, das wird viel mehr. Ich komme darauf aus mathematischen Aspekten. Also nochmal,
Nichts ist so wahr wie Mathematik. Und wenn mir einer erzählt, XRP wird über $500 erreichen, dann ist das, dann stimmt das einfach nicht. Und derjenige sollte seinen schulischen Werdegang nochmal überdenken. Weil Mathe kann nicht so gut funktioniert haben. Das auch nicht böse gemeint, das ist wiederum auch nur ein Fakt, Freunde. Ich reite mich hier voll in die Scheiße, aber es ist doch einfach so. Was soll ich machen? Nein, wir werden keine $100 erreichen. Punkt. Da diskutieren wir jetzt auch nicht weiter. Freunde, $15 bis $20. Ja, 5 gesunde Hodeljahre bei dem Use Case. XRP entwickelt sich gerade zu dem größten Ding, was es da draußen überhaupt gibt. Ich würde mittlerweile sogar sagen, Use Case technisch und mit den Anwendungen, die jetzt noch dazukommen, ne, wir sprechen von Sidechains, DeFi etc. pp. Für den XRP Ledger, wichtiger als VeChain. Und ihr wisst, ich liebe VeChain. Wichtiger als Cardano. Ja, also bis vor ein paar Wochen stand bei mir Cardano noch vor XRP. Das hat sich jetzt geändert. Die SEC-Geschichte geht durch. Dann kommen die Verträge. Dann kommen die Sidechains. Dann geht Ripple an die Börse. Das Ding explodiert. Sage ich euch so, wie es ist. Das ist sowas wie eine letzte Chance, Freunde. Ich darf keine Anlageberatung tätigen, aber ich mache das jetzt offensichtlich offensiv durch die Blume. Jeder, der jetzt immer noch nicht an XRP glaubt und jetzt nicht in XRP einsteigt, der verpasst die Zukunft. Der verschließt die Augen vor der Wahrheit, der verschließt die Augen vor fast unaufhaltbaren Dingen, die da passieren. Lol. Ist halt warm, ich hab's euch gesagt. Und ja, jeder, der auch vor allem neu in den Kryptomarkt kommt, muss sich wohl oder übel mit einem Investment bezüglich XRP Ripple auseinandersetzen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn du Schweiß ins Auge bekommst, ne, das ist nicht witzig. Eine todernste Sache. Und mit dieser Preisbewertung lasse ich euch jetzt erstmal alleine. Auf 5 Jahre $15 bis $20. Aus meiner subjektiven Ansicht fast schon safe. Safe. Und jetzt schreibt mir in die Kommentare, wo seht ihr mit diesen neuen Kenntnisständen bezüglich XRP Ripple? Wo seht ihr Ripple in 5 Jahren? Wo seht ihr Ripple Ende des Jahres? Ich würde tatsächlich sagen, an der Preisbewertung $4 bis $5 Ende dieses Jahres sollte kein großartiger, heftiger Bärenmarkt dazwischen kommen. Da hat sich nicht viel dran geändert. Das wird wahrscheinlich so eintreten, also irgendwo in einem Preisraum dazwischen. Aber die 5 Jahre sind uns die wichtigsten, Freunde, weil die uns nämlich finanziell frei machen und nicht der Blick auf nächste Woche. Und jetzt bin ich auch nochmal gespannt. Das ist eine ganz klare Aufforderung jetzt nochmal an die FOMO-Jungs, die gerne mal unter allen möglichen YouTube-Videos, nicht nur bei mir, auch bei anderen, schreiben, dass sie glauben, dass XRP weit über $100 erreichen wird. Ich würde jetzt gerne mal eine technische Argumentation sehen, hören, auf ganz neutraler, normaler Basis, wie ihr mathematisch auf solche Ergebnisse kommt, denn es ist nicht machbar. Also nein. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr zu diesen Ergebnissen kommt. Vielleicht irre ich mich ja auch, vielleicht sehe ich gerade gewisse Aspekte nicht, weil wir heiß haben, ich wahrscheinlich einen Hitzeschlag habe und gleich ins Krankenhaus eingeliefert werde und eine Infusion bekommen muss. Aber ich freue mich drauf, Freunde. Dementsprechend lasst die Spielchen beginnen. Kommentare unten rein, die sind sowieso gut für den Algo. Und den Algo, den machen wir platt. Ein Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Daumen nach unten, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Denn negativer Traffic ist auch Traffic. Ich bin so Genius. Ich fordere die Leute auch noch auf, einen Daumen runter zu geben, Digga. Also, das nennt sich definitiv ein Hitzeschlag, ja. Genießt das Wetter, ne? Und es ist Samstag, es ist wunderschön, ihr habt ein XRP-Update und lasst uns diskutieren, Freunde. Dementsprechend einmal kurz den Algo kitzeln. Folgt mir gerne auf Instagram. Wir sind Krypto-Gang. Wir machen das schon, Freunde. Dementsprechend wisst ihr ja, dass das wie Spiegel ist. Ich muss den Schlappen nehmen. Ich habe mir jetzt nämlich vorgenommen, wir machen das ab jetzt immer mit Schlappen. Wir sehen uns.